Servuslichkeiten da draußen, ich bin mal wieder am Start mit einem neuen Video. Heute erkläre ich endlich mal, wieso, weshalb und warum. Es haben sich so viele Dinge auf meinem Kanal geändert. Ich habe jede Woche 2 Videos rausgebracht, dann nach einer Zeit nur noch ein Video, dann nur noch ganz selten Videos und jetzt kommen fast nur noch Vlogs und eigentlich nichts anderes mehr. Und in dem Video will ich jetzt endlich aufklären. Warum? Ich habe meinen Kanal aus dem Grund, also den Namen geändert, weil er hieß ja am Anfang Fresh Life und das aus dem Grund, weil ich finde, dass mein Leben eigentlich ziemlich fresh ist. Mein Life ist ziemlich fresh, Fresh Life, und das möchte ich euch gerne auf dem Kanal mitteilen, was es so in meinem Leben gibt für spannende Sachen. Und es war mehr oder weniger gar nicht mein Name, sondern einfach das, wofür der Kanal steht. Und wurde mir aber nach einer Zeit zu unpersönlich, wenn ihr versteht, was ich meine. Das hängt alles quasi mit den ganzen anderen Kanälen zusammen, die ich ebenfalls betreibe. Zum Beispiel unter anderem MovieTube Germany. Dieser Kanal MovieTube Germany ist dafür gedacht, dass wir dort eben Kurzfilme, vielleicht sogar mal richtige Filme, fangen ja schon ab einer halben Stunde an, dementsprechend kann ich sagen, richtige Filme, wenn man mal eine halbe Stunde schafft oder so, Kurzfilme und normale Filme und vielleicht noch ein paar andere Sachen eben auf diesen Kanal bringen, auf MovieTube Germany. Das soll so ein bisschen das Professionellere sein, wo wir uns immer für jedes einzelne Video unendlich viel Mühe geben. Und dann wird es ja, wie schon gesagt und wie schon angekündigt, auch einen Kanal geben, bei dem wir einfach Musik machen, wo es rund um Musik geht, und zwar in 1000 verschiedene Richtungen. DJs, Deep House, Rapper, Sänger, Sängerinnen, vielleicht sogar Rapperinnen, keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich da verschiedene Talente vereinen, damit wir einen Kanal haben, der total mit Musik ausgefüllt ist. Und 1000 verschiedene Stile da drin sind, damit einfach für jeden was dabei ist. Das sind die beiden Kanäle, wo wir richtig versuchen, etwas professioneller zu sein und nicht nur irgendeinen Scheiß hochladen, sondern einfach etwas professioneller an diese Sache heranzugehen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich diesen Kanal hier nur mit Scheiße zumülle. Aber auf diesem Kanal dachte ich mir, weißt du, ich hatte diese Vorstellung bei MovieTube Germany, ist ja einfach unsere Kanäle verlinkt, ja? Von Gianni, Marci und mir. Mittlerweile ist ja auch Dani dabei, den ihr jetzt noch nicht so oft gesehen habt, aber der mittlerweile auch ein Mitglied von uns ist und der auch ziemlich viel Ahnung hat. Darum können wir ihn auch ziemlich gut bei dem Kanal einfach gebrauchen. Und wofür haben wir uns überhaupt verlinkt? Am Anfang wollten wir uns gar nicht sogar verlinken, weil wir dachten, warum eigentlich? Aber wir dachten uns auf der anderen Seite auch, was ist, wenn jemand uns irgendwie sympathisch findet und sagt, irgendwie, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, Gianni ist uns total sympathisch, ja, die anderen beiden eher nicht so, keine Ahnung, dann kann er auf diesen Kanal gehen und sich so ein bisschen den Gianni einfach genauer angucken, weißt du, wo der Fokus nur auf Gianni liegt. Und damit habe ich einfach mir gedacht, so mache ich das Ganze ebenfalls auch mit Fresh Life. Einfach, dass dieser Kanal für mein Leben gedacht ist, das bin ich. Ich zeige hier mich, was in meinem Leben so passiert, erzähle aus meinem Leben, ich zeige mein Leben, etc. Dafür ist dieser Kanal gedacht. Und auch wenn einfach diese Idee ziemlich cool ist, zu sagen, ja, mein Fresh Life, freshes Leben, ist das mir einfach etwas zu unpersönlich. Darum habe ich mir gedacht, mein richtiger Name ist Max und König ist vielleicht nicht mein richtiger Name, aber ich dachte mir einfach, es hat halt einfach gepasst, weil ich mal irgendwo gesehen habe, dass jemand Florian König heißt und dann dachte ich mir, okay, König, keine Ahnung, ist einfach so ein Pseudoname. Und es kommt auch viel besser, wenn ich jetzt zum Beispiel an irgendeinen Drehort gehe, ja, und sage, ja, hallo, mein Name ist das und das, bla bla bla. Und dann sage, ja, hier, hallo, mein Name ist Fresh Life, ja, also ich komme vom Kanal Fresh Life, dann denken die sich auch, okay, was, nochmal wiederholen bitte. Darum gehe ich hin und sage, dann kommt das auch viel professioneller rüber, wenn ich hingehe und sage, hallo, ich komme von dem Kanal Max König, weißt du, das kann man sich auch merken, jeder weiß, wie es geschrieben wird. Und so funktioniert das Ganze einfach auch besser und es ist persönlicher, weil es ist ein Name. Und damit wirkt das Ganze einfach auch professioneller.
und ist einfach, ist auch persönlicher, einfach zu sagen, okay, Max König, ein Vor- und ein Nachname, ja. Und hier möchte ich einfach nur Folgendes machen, es kommen jetzt nicht mehr so oft Videos, soll jetzt aber nicht heißen, dass das keinen Sinn macht, das hier anzugucken, keine Ahnung, wer mein Leben cool findet, kann es gerne mit angucken, habe ich eigentlich nichts dagegen. Ich werde auf jeden Fall noch weiterhin spannende und coole Videos machen für euch. Das wird sich auch nicht ändern, denn das ist quasi hier fast schon für mich wie ein digitales Tagebuch einfach. Ich mag es einfach so ultra Videos zu machen, weil das nicht nur einfach für euch cool ist, so ein bisschen neues Video einfach mal anzugucken und euch zu unterhalten, sondern es ist einfach ein cooles Tagebuch für mich. Wenn ich jetzt die Vlogs angucke, die ich vor 2 Jahren gemacht habe, finde ich das einfach cool zu wissen, so, das war damals ich und da habe ich an dem und dem Tag das und das erlebt. Ja? Das ist einfach für mich wie ein Tagebuch und das finde ich cool. Das ist der Sinn und Zweck hinter diesem Kanal. Dieser Kanal, Max König, das bin ich. MovieTube Germany, das ist ein Kanal, wo es einfach um Filme geht, Kurzfilme geht. Und wer Bock hat, sich Filme reinzuziehen, der kann das da machen. Und wer voll Bock auf Musik hat, egal jegliche Art, der kann zu dem anderen Kanal gehen. Ja, Live Your Music wird das Ganze heißen. Wir haben es leider noch nicht erstellt, bin aber dabei, ab September wird es dann quasi das erste Zeug geben. Und das war quasi so die gesamte Erklärung, wieso, weshalb, warum. Und als nächstes kommt dann natürlich auch wieder ein Vlog. Und es wird vielleicht nicht immer Videos geben, ja, aber ich versuche mindestens, aller mindestens einmal im Monat ein Video zu machen. Und also jeden Monat kommt safe was, aber ich versuche natürlich öfters was zu machen. Das, was ich wollte, einfach nur eine kurze Erklärung abgeben, wieso das eigentlich so ist, wie es ist. Was hier noch alles kommt, es wird ab und zu natürlich vielleicht schon auch ein normales Video geben, irgendwie, wo es um irgendwas anderes geht, außer Vlogs oder so. Aber das ist dann halt immer nur so Ausnahmesachen. Also hauptsächlich soll das hier so ein Vlog-Kanal werden, wo ich einfach mein Leben zeige, was gerade so passiert, was aktuell ist. Hier will ich mich auch in jedem Video, das wollte ich auch nochmal sagen, in jedem Video mit euch unterhalten. Ja, zum Beispiel in so vielen Vlogs, ich merke schon im letzten Vlog, also im nächsten Vlog, den ihr dann seht, habe ich mich auch viel mit euch unterhalten und gesagt, so, ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr eigentlich von dieser Sache, ist das so und so oder seht ihr das eher so und so, das will ich, dass ihr, das, ich will aktiv mit euch zusammen sein, ich will mich mit euch unterhalten über die Kommentare und schauen, wie das, wie ihr so Sachen seht und das ist auch mein Ziel einfach und, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Außer haut rein, bleibt fresh. Jetzt kommt dann der Johnny noch. Da werde ich dann noch weiter vloggen. Morgen kommt dann eine riesengroße Lieferung für mich. Die werde ich dann auch wahrscheinlich vloggen. Und jetzt muss ich erst mal was essen. Und muss noch in die Stadt. Eigentlich wohne ich nur 5 Minuten von der Stadt entfernt. Haut rein. Bleib fresh.